Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen K700A vorstellen. Der kostet dich 31.000 Euro. 45 km/h soll er schnell sein. 640 Liter Tankvolumen. 235 PS soll er haben. Entsprechend 173 kW und 90 Euro Unterhalt. Den kannst du hier optimieren. Wie du hier siehst, kannst du hier für 3.000 Euro auf 250 PS entsprechend 184 kW und 110 Euro Unterhalt. Und dann wieder Standard. Dann hier kannst du hier für 3.000 Euro hier Zwillingsbereifung hinzu kaufen. Also ich finde, das ist ein tolles Modell hier, wenn man sich anschaut hier. Ich finde, sie sieht sehr toll aus, auch damit die Zwillingsbereifung. So, ich starte mal. Richtig super Sound hat da drauf. Horn. Haben wir gleich mal hier die Blinker vorne, ja. Die stehen ein bisschen vor. Hinten am Kabine, ja. Die sind besser. Haben wir mal Rundumleuchte. Ja, funktioniert auch. Dann vorne ist mit Numbit 6 und hinten mit Numbit 5. Das ist halt mal verdreht. Dann das normale Licht. Da funktioniert auch, wie man hier sieht. Ah, sieht echt gut aus. Und super, hat man den Turbo. Echt geil gemacht, muss ich wirklich sagen. Und schön rostig ist der, wenn man sich das hier so anschaut. Schauen wir mal, ob man hier irgendwo die Kardanwelle sieht hier. Ja, hier sieht man die Kardanwelle. Die ist animiert, wie man hier schön sieht. Wir schauen hier gleich mal. Wow, der pfeift hier. Ist echt nice. Also jetzt kommt er hier nicht. Ich habe hier den Drive Control drin. Das liegt wahrscheinlich am Drive Control. Naja, tun wir mal hier mal ein Allrad hinzufügen. Schauen wir mal hier. Ah, er ist doch nicht so flexibel, wie es ausschaut. Na doch, ja, jetzt sieht man schon besser. Ah, das passt ganz gut hier. Testen wir hier gleich mal die Kupplungen. So, das hier funktioniert. Dann gehen wir hier auf den. Die Felgen sind auch so schön hier. Also zwei Feuerweg. So, jetzt kommen wir hier. Kugelkopf. Auch sauber verbaut. Dann gehen wir jetzt gleich hier. Hat ja noch vorne noch eine Kupplung. Da können wir gleich mal testen. Ah, das sieht echt sehr toll aus. Da vorne. Ja, passt ganz gut, wenn man hier so sieht. So, jetzt gehen wir schauen, ob vielleicht vorne Zug mal geht. Boah, das sieht ja echt geil aus. Ah, so schön ranpirschen. Nein, also Kugelkopf scheint da hier vorne nicht zu nehmen. Jetzt, ich probiere es noch einmal. Nein, da ist vorne nichts los. Dann gehen wir noch hinten auf die Heckelektraulik. Und ihr seht also, Reifenstaub und Schwung macht er auch. So. Jedenfalls, der sieht echt super toll aus. Mir gefällt das, wenn so alte Maschinen sind, weil man möchte ja nicht immer was Neues haben. Also wie man ja sieht, hier ist hier auch alles dargestellt, also animiert hier dafür, die Heckelektraulik. Das passt ganz gut. Wir können mal das Gerät auch anheben, also uns anschauen, wie es nachher ausschaut. Und wir klappen das mal mit X mal zusammen, da sieht man das viel besser. Wie das alles hier angebracht ist. So,
Dann gehen wir jetzt mal in die Innensicht. Also, wie sehen wir hier? Spiegel hier funktionieren. Armaturen sind hier auch animiert. Sogar mit Beleuchtung, wenn man es hier so schaut. Aber leider ist das für den Blinker her nicht. Also, Zusatzscheinwerfer ist schon hier vorne, also leuchtet die Lampe. Und für hinten die grüne hinten, wie man hier sieht. Dann, er hat IC-Steuerung, da kannst du hier die Tür aufmachen. Und hier genauso. Können wir nochmal schauen, ob man hier von außen kannst du hier mit R die Türe schließen. Wenn wir nochmal rangehen so, ja. Da kann man sie auf und zu machen auch. Das ist wirklich sehr gut gemacht, das ist wirklich ein schöner Mod. Dann haben wir hier noch mit die Zwillingsbereifung, kann man hier drin starten wir mal hier die Maschine. Es also mein Geschmack so her, die Felgen, das ist ein bisschen zu nah aneinander, aber sonst sieht es echt super aus, weil so eng aneinander sind sie eigentlich auch nicht. Also die haben hier schon ein bisschen einen Abstand. Dann sieht man hier, wenn man hinschaut, jetzt denn nicht animiert, jetzt sieht man, aber wir können hier nochmal aussteigen und jetzt schauen, ob jetzt, wenn ich jetzt die Zapfwelle, ob die jetzt dann auch läuft. Die, jedenfalls die Klappe beim Auspuff, das sieht auch echt super aus. So, dann testen wir das mal und starten. Nein, die Welle hier ist nicht animiert, leider. Aber wenn man jetzt sieht hier, wie schön also hier, also der Abgas jetzt rauskommt hier, das sieht echt toll aus. Wirklich. Jetzt da die ausschaltet das Mähwerk, wie die Klappe runtergeht und jetzt da, wie die richtig rauf, weil er arbeiten muss. So, jetzt machen wir hier noch mit denen hier uns eine kleine Spazierfahrt. Also, 40 und schön, also 44, 45 km/h geht da schon rauf auf. Hoffentlich, die Pferde erschrecken sich. Oh, Pferd tot! Ja, er rutscht ein bisschen, wenn man hier so, sich so anschaut. Aber es macht schon Laune, mit denen zu fahren, muss ich wirklich sagen. Jetzt mal los hier. Da fahren wir jetzt gleich hier vorne mal über den Acker. Also mit dem Mod hat man seine Freude, wie man ja so sieht. Mir macht es großen Spaß damit. Also mit dem kannst du sogar hier Donuts machen, wie du siehst. Und wenn man jetzt die Lok mal anschaut, also hier die Lok ist fehlerfrei. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schau es wieder rein. Würde ich mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.